Südlich des Chiemsees erheben sich über der flachen Landschaft einige sanfte Hügel, die dann in steil aufragende Kalkberge übergehen. Einer dieser Kalkberge ist der Spitzstein. Auf dem Gebirgsrücken, der das Inntal vom Tal der Prien trennt, liegt auf 1252 Metern Seehöhe das Spitzsteinhaus. Geografisch zählt dieses Gebiet zu den Chiemgauer Alpen. Politisch gehört es teils zum Gemeindegebiet von Erl in Tirol, teils zum Gemeindegebiet Sachang in Bayern. Die schöne Lage mit herrlichem Blick auf Kufstein und das gegenüberliegende Kaisergebirge wird jeden Wanderer begeistern. Das ist der Hüttenwirt, der sich hier oben um alles kümmert. Und das sind die Gäste, die es sich nach einer ausdauernden Wanderung gut gehen lassen. Am Beginn des 19. Jahrhunderts konnten die meisten Münchner die Berge nur aus der Ferne bewundern. Das änderte sich vor rund 150 Jahren mit dem Bau der königlich-bayerischen Staatseisenbahnen in Richtung Alpen. Nun besuchten die ersten Touristen auch den Chiemgau. Deshalb wurde in den Jahren 1904, 1905 auf dem Erlerberg das Spitzsteinhaus als Unterkunft errichtet. 10 Jahre später erwarb der Alpenverein München-Giesing Teile des Erlerberges und auch das Spitzsteinhaus. Im Januar 1980 brannte dieses Haus bis auf die Grundmauern ab. Doch sogleich begann man ganz in der Nähe mit dem Bau einer neuen Hütte. Diese wurde im Jahr 2009 von der Sektion Bergfreunde München übernommen. Es folgten umfangreiche Renovierungsarbeiten wie die neuen Waschräume oder kleine intime Privatzimmer. Heute hat das Spitzsteinhaus 28 Betten in 8 Zimmern und 25 Matratzenlager. Das Spitzsteinhaus punktet mit einer Reihe verschiedener Aufstiegsmöglichkeiten. Östlicher Startpunkt ist die Ortschaft Erl. Von hier aus können Sie mit dem Pkw bis zum Parkplatz Erler Berg nahe dem Gasthof Moosbauer fahren. Von dort aus ist der Aufstieg in ca. 45 Minuten auch für Ungeübte zu schaffen. Im Sommer können Sie sogar bis zum gebührenpflichtigen Parkplatz der Gogelalm hinauffahren. Von dort erreichen Sie das Spitzsteinhaus in nur 20 Minuten Aufstieg. Aus dem Priental führt ein Weg von Innerwald, ein anderer von Sachang aus zur Hütte. Für beide Wege benötigen Sie rund 2 Stunden. Wenn Sie am Nachmittag auf dem Spitzsteinhaus ankommen, sollte Sie Ihr Weg direkt auf die Terrasse führen. Tafeln zeigen Ihnen das aktuelle Angebot an Speisen. Lassen Sie sich am besten einen der hausgemachten Kuchen oder einen Kaiserschmarrn schmecken. Vielleicht möchten Sie noch eine Wanderung rund um die Hütte unternehmen. Am Südwesthang des Spitzsteins, auf dem die Hütte steht, finden Sie viele einfache Wege vorbei an Almwiesen mit urigen Hütten und grasenden Kühen. Einige Wiesen werden bewusst nicht beweidet, sodass hier eine Vielfalt von Bergblumen blüht, die sonst bereits selten geworden sind. Das lockt verschiedene Wildbienen und Schmetterlinge an.
Das Spitzsteinhaus nimmt an der Alpenvereinskampagne »So schmecken die Berge« teil. Das Ziel dieser Kampagne ist es, möglichst viele regionale und ökologisch erzeugte Produkte zu verwenden. In diesem Rahmen bietet Ihnen das Spitzsteinhaus typische Schmankerl, kräftige Suppen und deftige Jausen aus der Region. Bei gutem Wetter können Sie Ihr Abendbrot auf der Terrasse einnehmen. Sonst servieren wir das Abendbrot in der gemütlichen Gaststube. Nach dem Abendbrot können Sie den Sonnenuntergang genießen, der das gegenüberliegende Kaisergebirge erst in zarte Rot, dann in Blautöne taucht. Der nächste Morgen beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, an dem Sie sich für einen langen Wandertag stärken können. Der 1596 Meter hohe Spitzstein ist der Hausgipfel des Spitzsteinhauses. Der einfachste Aufstieg verläuft südseitig zunächst über Almen. Im oberen Teil geht es durch lichten Bergwald aufwärts. In etwas über einer Stunde stehen Sie auf dem Felsgipfel. 2017 errichtete die Jugendhilfeorganisation Don Bosco dieses große Metallkreuz. Über den Spitzsteingipfel verläuft die deutsch-österreichische Staatsgrenze zwischen Tirol und Bayern. Neben dem Gipfelkreuz steht eine kleine Kapelle zur Ehre Jesu. Durch seine exponierte Lage hat man vom Gipfel des Spitzsteins einen umfassenden Rundblick. Im Osten auf die Chiemgauer Alpen, im Süden auf den zahmen Kaiser und weiter über das Inntal bei Kufstein zu den Brandenberger Alpen. Im Westen schaut man hinüber zu den Schlierseer Bergen, rund um den Wendelstein. Nach Norden reicht der Blick zwischen Kitzstein und Feichteck bis weit ins Alpenvorland. Seit 2017 ist der Spitzsteingipfel auch über den Nordwandsteig erreichbar. Dazu folgt man zunächst dem AV-Weg 211, der um die Ostabstürze der Spitzsteinwand herumführt. Der Anstieg selbst beginnt in einem Sattel an der Nordseite und führt zuerst an die Nordwand heran. Über eine kurze, drahtseilversicherte Passage geht es direkt zum Gipfel. Für diesen Aufstieg ist alpine Erfahrung notwendig. Das Spitzsteinhaus und viele der umgebenden Almen sind durch Forststraßen erschlossen, sodass auch weniger Geübte hier gut mountainbiken können. Die Gegend um den Spitzstein ist bekannt für die meist lawinensicheren Verhältnisse. Die weiten Hänge unterhalb und oberhalb des Spitzsteinhauses sind einfaches Skitouren- bzw. Schneeschuhgelände. Ausgangspunkt ist entweder Erlaberg oder Sachern. Wie Sie gesehen haben, ist das Spitzsteinhaus zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Wir erwarten Sie.